Ja, meine Freunde, es geht wieder los. Herzlich willkommen hier zum Flughafen Feuerwehr. Die Simulation, endlich das neue Spiel von Wiz Games, der neue Feuerwehrsimulator, der Nachfolger sozusagen zum Flughafen Feuerwehr Simulator 2014, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, was 13, ich weiß es nicht mehr. Relativ egal, wir beginnen ein neues Spiel. Wir würden gerne auf US-amerikanisch spielen und wir spielen einfach normal schwer, normal. Würde ich mal sagen. Und dann geht es auch schon los. Ah, bin aufgeregt. Gerade den Key bekommen von André. Vielen Gruß an dich. Bombenexplosion Gegenwart. Jetzt hat er noch Steam das Problem mit dem Runterladen. Aber jetzt haben wir alles gefixt gekriegt. Und darum heute den ersten für euch natürlich raus. John, hörst du mich? John? Komm schon, sag was. Was ist los? John, rede mit mir. Komm schon, Junge, sag was. Mike, bist du das? Ja, John, ich bin's, Mike. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu dir verloren. Bist du okay? Ich weiß nicht genau. Der Boden gab nach. Ich bin gestürzt. Es ging alles so schnell. Schon gut, John. Wir holen dich da raus. Bist du verletzt? Kannst du dich bewegen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Komm schon, Junge, bleib bei mir. Versuche aufzustehen und beschreibe mir, was du siehst. Okay, also wir sind hier wohl irgendwie durch die Decke geknallt. Hier oben ist ja Airport oder irgendwas. Ich bin hier in einem Kontrollraum für die Bandanlagen, glaube ich. Ich kann eine Tür sehen. Wir holen dich schon da raus. Kannst du dich bewegen? Ja, logisch. John, konzentrier dich. Da muss irgendwo ein Gebäudeplan hängen. Versuch mir zu sagen, in welchem Bereich du dich befindest. Ich versuche es. Ja. Du musst dich beeilen. Ich muss wissen, wo genau du bist. Ich habe ihn gefunden. Mike, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sag mir, wo du bist. Ich bin auf Ebene 2 in Abschnitt 14. Okay, ich weiß, wo du bist. Der Bereich schließt an einen Bürotrakt an. Versuch herauszufinden, wie es hinter der Tür aussieht. Ja, werden wir das mal machen. Also ich hätte jetzt zwar nicht gewusst, wo wir hier genau sind, aber egal, gehe zur Tür und prüfe, ob sie heiß ist. Natürlich ist sie heiß. Ist doch eine schicke Tür. Die Tür ist heiß. Hier komme ich nicht raus, Mike. Verstanden. Warte kurz. Lass mir was einfallen, wie wir dich da rauskriegen. Beeil dich. Lange halte ich nicht mehr durch. Wir beeilen uns. Gib nicht auf. Oh. Okay. Dann bin ich mal gespannt, werden wir schon sicherlich rauskommen. Lädt. Na dann lass es mal laden. Der erste Tag, 7 Jahre zuvor. Das sah mir noch jung und frisch aus, ne? Hi. Hi. Kann ich dir helfen? Ja, ich bin John. Ich fange hier heute neu an. Freut mich, John. Ich bin Chris. Kannst du mir sagen, wo ich euren Dienststellenleiter finde? Ja klar, komm einfach mit. Ich bring dich hin. Ja, folge Chris, Büro des Dienstleisters. Dein erster Tag bei der Feuerwehr? Ja, ja. Nein, ich habe die letzten 2 Jahre auf dem Land bei einer kleineren Dienststelle gearbeitet. Ja, okay, dann doch nicht. Dürfte das hier für dich noch ein wenig Umgewöhnung bedeuten. Und wie ist er so, euer Chef? Mike ist in Ordnung. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen. Was schon mal positiv zu vermerken ist, die schleichen nicht mehr so, sondern bewegen sich zügig voran. Und wir haben Gesprächsdialoge. Also sprich, wir können auch sprechen. Wir sehen uns später. Ja. Danke, Chris. Bis später. Aus der Rhein, Chris. Okay, gewohntes. Komm rein, du musst John sein. Ich habe dich schon erwartet. Olaf. Mein Name ist Olaf. Ich setz mich mal, ja? Sind Sie hier der Dienststellenleiter? Ich bin John. Ich soll mich hier bei Ihnen melden. Ja, da bin ich, Junge. Aber du kannst mich gerne Mike nennen. Und mich, Olaf. Alles klar, Mike. Ich freue mich, dass ich hier meinen Dienst beginnen kann. Freut mich ebenfalls, John. Ich werde dich zunächst dem Trupp von Chris und Alex zuteilen. Chris hast du ja bereits kennengelernt. Und Alex, naja, das wirst du schon sehen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, pack erstmal deine Sachen in den Spind, rein in die Dienstkleidung und melde dich bei Chris. Alles klar, Mike. Bis später. So, Ausweglosigkeit, Gegenwart. Okay, wir haben also viele Zeitsprünge mit drin.
Ich kenne da einen Kanal, der würde das kritisieren. John, bist du noch da? Komm schon, sag was! Ich höre dich, hier. Mike. Sag mir bitte, dass du einen Weg hier rausgefunden hast. Lang kann ich hier nicht mehr bleiben. Auf den Plänen des Gebäudes ist ein Lüftungsschacht verzeichnet. Kannst du ihn sehen? Soll der sein? Ich kann hier nichts sehen. Konzentrier dich, Junge. Der Schacht muss sich irgendwo im Bodennähe befinden. Vielleicht steht irgendwas davor. Du kannst das vorgegebene Objekte mit E in der Maustaste des Button X des vom Controller aufnehmen. Lüftung. Du musst dich beeilen, John. Ich weiß nicht, wie lange du dort noch... Ja doch, ja doch. Ich hab's gefunden. Es ist ein Gitter davor. Geil. Zu, dass du das Gitter abbekommst und da raus bist, bevor dir die Decke auf den Kopf fällt. Ja doch. Bin schon dabei. Wenn du mich machen lassen würdest. Ich hab den Schacht jetzt geöffnet. Dann sieh zu, dass du da reinkommst. Ich werde dich durch den Schacht lotsen. Folge einfach nur meinen Anweisungen. Dann kommst du heil da raus. Steuerung, Shift oder Steuerung? F für Taschenlampe. Gut. Okay. Ja, das werden wir da wohl kriegen hier, ne? Durch den Lüftungsschacht. Ist ja groß genug. Pass ich sogar durch mit meinen Hüften. Und links oder rechts? Vor dir müsste gleich eine T-Kreuzung kommen. Siehst du was? Okay, Mike. Ich seh's. Wo muss ich lang? Du musst nach links. Und dann erstmal ein Stück dem Schacht folgen. So, sagen wir mal zu. Von der Grafik her, gut, wir haben jetzt noch nicht allzu viel gesehen. Geht jetzt ein Schacht nach links weg. Moment. Wo muss ich lang? Weiter geradeaus. Dann müsste es nach einigen Metern nach rechts weitergehen. Viele hatten ja auch noch den Trailer gepostet. Oh, Grafik von 2008, bla bla bla. Ja, Jungs, erstmal, dass Grafik nicht alles ist, das habe ich. Denke ich eigentlich, habe ich euch beigebracht. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Hier bricht alles zusammen. Du musst dich beeilen. Es ist nicht mehr weit. Ja, ja, wie gesagt, Grafik ist ja nicht alles. Das dachte ich eigentlich, habe ich euch beigebracht. Wenn das Gameplay stimmt, kann man auch mal die Grafik, ja, an zweite Stelle schieben. Also, hier geht's jetzt nach rechts weiter. Mir tut alles weh. Ja, mir auch. Gib noch Gas. Ein kleines Stück, dann hast du es geschafft. Mach jetzt bloß nicht schlapp. Nein. Würde ich nie tun. Da vorne ist doch alles. Alter! Soll die Lautstärke etwas runterdrehen? Okay, ich habe das Ende erreicht. Sieh zu, dass du da rauskommst. Mike, ich bin draußen. Wie geht's jetzt weiter? Du müsstest dich jetzt in einem Verwaltungstrakt befinden. Schau dich dort um. In einem der Nebenräume befindet sich eine Sanitätsstation. Versuche dorthin zu kommen. Okay, das werde ich schon finden. Während du dich bewegst, um die Umschalttaste gedrückt hältst, dann langsam zu rennen. Während du rennst, kannst du die Ausdauer. Ja. Drücke Leertaste, um zu springen. Okay. Okay. Das ist jetzt Ausdauer, auch das da links alles war. Ja, sieht nicht wie eine Sanitäterstation aus, außer dass der Rauch hier überall durchkommt. Sanitäterstation, guten Tag, nein. Hallo, nee, auch nicht. Guten Tag. Vielleicht weißt du. Hallo? Mike, hörst du mich? Ich bin jetzt auf der Sanitätsstation. Wie geht's jetzt weiter? Konntest du erkennen, ob der Weg hinter diesem Trakt frei ist? Negativ, Mike. Der Ausgang ist blockiert. Und dahinter steht alles in Flammen. Die Luft hier wird auch immer schlechter. Verstanden. Ich werde einen anderen Ausweg für dich finden. Chris und Alex sind auch schon auf dem Weg in deine Richtung. Versuche in der Zwischenzeit einen Verbandskasten zu finden, um deine Wunden zu versorgen. Ja, ich hoffe auch, dass sich hier etwas finden lässt. Geht man ja mal stark davon aus, oder? Dass man hier... Mike, ich habe einen Verbandskasten gefunden.
Aber die Luft hier drin wird immer schlechter. Beeil dich, ich halte hier nicht mehr lange durch. Gibt's hier noch einen vielleicht? So. Ne, gut, okay. Okay. Also ihr merkt schon, für die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, der Free-Modus wurde abgeschafft und wir haben jetzt hier wirklich einen reinen Story-Mode, der wohl, kann ich jetzt nicht sicher sagen, 8 Stunden geht. Hm. Wisst ihr eigentlich, wann wir den neuen Panther bekommen? Das würde mich auch interessieren. Die Löschperformance bei dem neuen Modell soll noch besser sein. Dich lassen wir aber nicht ans Steuer. Was? Wieso das denn nicht? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du dich damals mit unserem Panther festgefahren hast. Wir können ja einen Fahranfängeraufkleber auf die Rückseite kleben. Haha, als ob das helfen würde. Guck nicht so traurig, Chris. War doch nur ein Scherz. Ja, ja. Mit mir könnt ihr es ja machen. Dafür gebe ich dir jetzt eine Cola aus, Chris. Da sage ich nicht nein. So. Was mit der Cola müssen wir wohl verschieben. Achtung, Einsatz für den gesamten Löschzug. Es rücken alle Fahrzeuge zu einem Brandmeldealarm im Passagierterminal in Laden- und Gastronomiebereich aus. Menschenleben sind in Gefahr. Dann nichts wie los. Auf geht's. John, du fährst. Ja, gut, mein Tempo können noch nicht mithalten, ne? Aha, LF4. Ah ja, die amerikanischen Modelle. Ja, das ist richtig, nur wie ändere ich die Sicht? Hier drunter? Ah! Sehr schön. Ja, ich kann mich da leider nicht so ganz umschauen und jetzt wird es auch gerade eben geladen. Brandmeldealarm. Ich kann mich aber leider nicht genau umschauen. Gibt aber irgendwie nicht so wirklich eine Karte? Aber erstmal rein. Ah, doch, doch, jetzt. Jetzt kann ich mich irgendwie noch. Okay. Jetzt kann ich mich mit der linken Maus umgehen. Ah, es geht um Mausrad, okay. Die Einsatzkräfte von TLF 2 und HLF 4 melden sich umgehend bei mir am DLW 1 zur Einsatzbesprechung. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Begib dich schnellstmöglich zum ELW 1. Ist der hier vorne? Oder da hinten? Oder wo ist der? Ach, hier. Irgendwo im Gebäude gibt es eine Rauchentwicklung. Bislang konnte niemand die Ursache dafür finden. John, du gehst gemeinsam mit Alex und Chris rein. Schnappt euch die Ausrüstung und seht zu, dass ihr die Ursache schnellstens findet. Alles klar, die schneuzen in den Anzug, Alter. Los, John, komm mit. So, an Bord eines Fahrzeugs befinden sich verschiedene Ausrüstungsgegenstände in der Ladenklappe. Du kannst die mit E-Maustaste öffnen. Ja, logisch. Machen wir mal die Axt. Einmal die Gasmaske. Rauch, ne? Ihr wisst, was ich meine. Pad und Feuerlöscher nochmal klar. Seid ihr soweit? Ja, alles klar. Dann mir nach. Wir haben viele Ladesequenzen hier drin. Die aber auch alle noch relativ kurz sind. Aber siehst du es ja auch im Vorhinein, dass es sehr viele Ladesequenzen geben wird, um auch einfach mehr Performance aus dem Spiel rauszuholen. So, alle bereit? Ja, ja. Dann mir nach. Ja. Also von daher, warum nicht?
Hey Jungs, ich bin immer noch schneller wie ihr. Das ist ein bisschen mehr Ausdauer üben hier. Guten Morgen. Mike, hier Alex. Kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Hier kommt tatsächlich Rauch aus der Belüftungsanlage. Die Ursache ist bis jetzt aber noch nicht ersichtlich. Verstanden. Dann macht euch mal schnellstens auf die Suche. Schon unterwegs. Okay. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Chris, du gehst nach links rüber zu den Geschäften. John, du siehst dich oben im Hauptgang um. Achte vor allem auf Mülleimer und Aschenbecher. Ich gehe zu den Läden links und überprüfe die. Dann mal los. Alles klar. Suche den Haupteingang nach einer möglichen Fahrzeug. Ja, dann machen wir das mal. Aber hier scheint ja noch nichts zu sein. Das sind alles nur Geschäfte. Ich konnte nichts entdecken. Wie sieht es bei euch aus? Ich konnte auch nicht erkennen, was die Ursache für den Rauch sein könnte. Hier ist bislang auch nichts zu sehen gewesen. Dann suchen wir jetzt weiter vorne in Richtung Gastronomie. Irgendwo muss der Rauch ja herkommen. Seht ihr das? Der Rauch wird auf jeden Fall stärker. Wir müssen also auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich sehe es. Also weiter. Oder morgen wieder noch einen Aschenbecher gelesen haben. Da hinten wird der Rauch schon wieder schwächer. Das muss also hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Chris, du schnappst dir die linke Seite. Ich sehe mich rechts um und John, du überprüfst weiter den Hauptgang. Alles klar. Dann probieren wir mal den Hauptgang. Aber hier ist ja nichts. Weiter hinten kann ich es mir auch nicht vorstellen. Also gehen wir mal auf. Gucken uns mal in der Richtung hier um. Alex? Chris? Hört ihr mich? Hier scheint etwas in einem Mülleimer Feuer gefangen zu haben. Ich kümmere mich drum. Alles klar, John. Wo genau bist du? In dem Seitengang, hinter dem Burgerladen. Bleib, wo du bist. Wir kommen rüber. Chris, hast du verstanden? Ja, habe verstanden. Bin sofort da. So, drücke linke Maustaste. So, jetzt ein Feuerlöscher aus. Mit dem Mausrad kann ich das tun. Wie sieht's aus, John? Der Brand ist gelöscht. Gute Arbeit. Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? John hat den Brandherd gefunden und das Feuer ist bereits gelöscht. Gute Arbeit, Jungs. Dann schaltet bitte den Signalgeber wieder aus und tretet dann den Rückweg an. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Ja, komm, Jungs, jetzt mal ein bisschen schneller hier, komm, bitte. Das geht sogar rückwärts schneller. Gut, jetzt wäre ich mit großer Sicherheit gestolpert, aber egal. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Ja, ich war gerade mal die ganze Zeit vor euch. Außerdem heiße ich Olaf. Nicht schon. Olaf, U-L-A-F. John, du hast die Brandursache gefunden. Dafür darfst du jetzt auch den Alarm abschalten. Nichts lieber als das. Bestell den roten Tastenalarm zu deaktivieren. Das war's auch schon. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Melden Einsatz hiermit ab. Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Treten jetzt den Rückweg an. Alles klar, verstanden. Wir sehen uns auf der Wache. Dann ab nach Hause. Ja, das war der erste erfolgreiche Einsatz. Und jetzt sind wir in der Sanitätsstation. Aber wir sind erstmal fertig für eine Part. Denn, meine Freunde,
Ich möchte euch ja heute auch schon ein paar zeigen. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mögt, Däumchen da lasst, nicht vergessen. Und ihr habt es euch gefällt. Bis dann, haut rein.